Die Guinan Flight Engineer ist eine typische Guinan und trotzdem sehr unterschiedlich im Vergleich zu den klassischen Fliegerchronographen, für die Guinan sonst steht. Meine Flight Engineer ist doch das ganz Besonderes, weil das Gehäuse sandgestrahlt und nicht satiniert ist. Ich freue mich außerordentlich, sie euch heute zeigen zu können. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Da du reingeklickt hast, ist das ein Zeichen für mich, dass du dich entweder für deutsche Uhren interessierst oder meinen Kanal zufällig gefunden hast, aber lang genug dran geblieben bist, um das hier zu hören. In beiden Fällen abonniere doch meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Dann verpasst du auch keine meiner zukünftigen Videos. Jetzt soll es aber ausschließlich um die Flight Engineer von Guinan gehen. Meine Flight Engineer ist insofern etwas ganz Besonderes, als das Gehäuse perlgestrahlt ist, was einen wunderschönen technischen matten Look erzeugt, im Gegensatz zum Serienmodell, welches satiniert ist. Ich habe bei Guinan vor Ort einmal einige Vergleichsaufnahmen gemacht, die ich euch zeige. Hier seht ihr das Serienmodell und ihr seht ganz klar, dass die Lichtreflexionen deutlicher sind, das Ganze glänzt etwas mehr. Ich habe aber auch später im Video einen direkten Vergleich, wo das noch deutlicher wird. Und meine Uhr gibt es nur 5-mal insgesamt. Insofern bin ich ausgesprochen stolz und froh, diese haben zu können. Die Flight Engineer von Guinan ist eine klassische Fliegeruhr in einem sehr modernen Look mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Bauhöhe von 14,8 mm. Die Anstoßbreite beträgt 20 mm, was mir sehr entgegenkommt, denn auf diese Weise kann ich viel mit meinen bereits vorhandenen Bändern spielen. Der Abstand Horn zu Horn beträgt 48,5 mm, sodass die Uhr auch an schmaleren Handgelenken gut zu tragen ist. Auf der Vorderseite ist ein innen entspiegeltes Saphirglas verbaut. Auf der Rückseite haben wir einen Stahlboden. Warum das so ist, dazu komme ich im Laufe des Videos noch. Die Uhr wiegt ohne Band 85 Gramm und wird angetrieben durch ein Sellita SW220-1. Die Uhr ist bis 20 Bar oder 200 Meter wasserdicht und hat auf der Position zwischen 4 und 5 ein kleines, dezentes und relativ unauffälliges Datum platziert. Die Lünette dreht sich ohne Klicks mit einem für mich sehr angenehmen Widerstand und durch das Nicht-Einrasten lässt sich die Lünette auch extrem genau positionieren, sodass hier kein Versatz feststellbar ist. Wie sieht denn nun diese Uhr am Arm aus? An meinem 17 cm Handgelenk passt diese Uhr wirklich hervorragend, trägt sich sehr angenehm und trotz ihrer nominellen Höhe von 14,8 mm baut sie meiner Meinung nach auch nicht so hoch auf. Die Zeiger und die Indizes sind mit Super Luminova X1 ausgelegt, sodass wir eine wirklich langanhaltende Leuchtkraft haben. Auch nach 7 Stunden habe ich die Uhr hervorragend in der Dunkelheit ablesen können. Das Werk von Sellita, das SW220-1, wird von Guinan in 5 Lagen reguliert und vor der Auslieferung findet noch ein mehrtägiger Gangtest statt im Rahmen der Endkontrolle, sodass die Uhr wirklich hervorragende Gangwerte ausweist. Alles das wird zertifiziert und auch mit entsprechenden Unterlagen dokumentiert. Gefällt mir sehr gut und habe ich längst nicht bei allen Uhrenmarken so gesehen. Was diese Uhr
besonders macht und weswegen es auch keinen Glasboden gibt, sondern einen Stahlboden, ist die Tatsache, dass die Uhr bis 1000 Gauss Magnetfeld geschützt ist. Das heißt, sie hat einen Weicheisenkern verbaut und ist magnetischen Einflüssen gegenüber weitestgehend geschützt. Wirklich klasse gemacht und passt hervorragend zu dieser technischen Uhr, die mir aus mehreren Gründen sehr gut gefällt. Der Magnetfeldschutz ist einer davon und ebenso die lang anhaltende Leuchtmasse. Was diese Uhr besonders macht, ich hatte das im Intro schon erwähnt, ist die Tatsache, dass sowohl das Stahlband als auch das Gehäuse gesandstrahlt sind. Ich war bei Guinan und hatte die Möglichkeit, diese Uhr im direkten Vergleich mit dem satinierten Gehäuse zu filmen und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt gibt es noch einmal beide Uhren im unmittelbaren Vergleich und ihr könnt schon sehen, rechts die satinierte, links die perlgestrahlte Variante, dass es einen signifikanten Unterschied gibt. Die satinierte Variante ist deutlich lichtreflektiver, deutlich intensiver, während die mattierte Variante etwas technischer und kühler wirkt. Auch wenn ich die beiden Uhren übereinander lege, wird das sehr deutlich, wie sehr sich die beiden Uhren unterscheiden. Ich finde beide Varianten sehr reizvoll. Ich habe mich im Endeffekt für das perlgestrahlte Gehäuse entschieden, aus dem Grund heraus, dass ich keine perlgestrahlte Uhr habe und natürlich auch die Tatsache, dass es diese Uhr so extrem selten gibt. Nur 5-mal wurde dieses Gehäuse so produziert. An der Flight Engineer ganz allgemein gefällt mir ausgesprochen gut die hervorragende Ablesbarkeit. Ich glaube, das ist eine der Uhren von mir, die sich mit Abstand am besten ablesen lässt. Mir gefällt ebenso das Gimmick, das kleine Spiel, dass die Lünettenkante leicht abgeschrägt ist und nicht durchgehend schwarz ist, sondern einen weiß-silbrigen Akzent hat, sodass wir hier ein wunderschönes Farbspiel und einen Wechsel auf der Lünettenkante haben. Auch das Leuchtdreieck auf der Lünette in Orange, ebenso wie die Spitze des Sekundenzeigers in Orange, toll gemacht und gibt einen minimalen, aber doch gut erkennbaren Farbakzent auf der Uhr. Wirklich klasse. Das Stahlband finde ich richtig schön, wirklich richtig schön. Es folgt in der Formensprache einem anderen bekannten H-Link-Band oder einem zweigliedrigen Stahlband, wobei ich dieses hier in der Machart doch deutlich aufwendiger finde mit der Faser an der Kante. Sehr, sehr schön gemacht und sehr sauber gearbeitet. Die Schließe ist eine stabile Schließe mit einem massiven Faltmechanismus. Sie schließt durch einen Drückermechanismus und hält sicher. Es gibt keinen Sicherungsbügel, was mich immer ein kleines bisschen irritiert. Ich habe aber bislang überhaupt keine Probleme gehabt. Die Schließe ist Guinan signiert und öffnet sich durch Betätigen der Drücker. Da es sich um eine Fliegeruhr handelt, gibt es auch keine Tauchverlängerung. Die Krone ist ebenfalls mit dem G für Guinan signiert, mit einem kleinen unauffälligen Kronenschutz versehen und lässt sich auch mit Handschuhen problemlos bedienen. Und jetzt zeige ich euch die Uhr bei Nacht. Zuerst wird die erste Videoleuchte ausgestellt.
Dann wird die zweite Videoleuchte ausgestellt. Und hier haben wir die Guinan Flight Engineer bei Nacht. Ein extrem gut ablesbares Ziffernblatt, eine tolle Leuchtmasse und aus unterschiedlichen Winkeln immer noch hervorragend ablesbar, so wie ich mir das von einer instrumentellen und funktionalen Uhr wünsche. Auch aus einer etwas größeren Entfernung bleibt die Uhr gut ablesbar. Ich mag diese Uhr und wie gesagt, selbst nach 7 Stunden Dunkelheit haben die Zeiger und die Indizes ausreichend hell geleuchtet, sodass ich sie immer noch sehr gut ablesen konnte. Schauen wir uns die Uhr etwas genauer an. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf dem Video zu sehen ist. Das Ziffernblatt ist matt. Es wirkt von der Struktur her ganz ähnlich dem perlgestrahlten Armband bzw. Gehäuse. Das sieht also wirklich aus wie aus einem Guss. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Guinan Frankfurt am Main, das ist der Claim von Guinan, passt hervorragend zur Uhr und zeigt deutlich, wo die Uhr hergestellt wird und wo sie herkommt. Die Uhr kostet mit dieser Lünette Stand Dezember 2020 am Stahlband 1575 Euro. Am Lederband kostet die Uhr 1412 Euro. Es gibt diese Uhr auch mit einer Stahlfliegerlünette. Ich zeige euch hier ein Bild davon. In dieser Variante kostet die Uhr am Leder 1494 Euro und am Stahlband 1657 Euro. Ich war überrascht, wie diese Uhr ausgeliefert wird. Über die Dokumentation, die Zertifikate, die Prüfdokumentation habe ich euch ja schon berichtet. Was mir aber mindestens ebenso gut gefällt, ist, und jetzt muss ich mal kurz hier nach neben angreifen, die Box. Das ist die Box, in der die Uhr ausgeliefert wird. Man kann sie mit einer Hand greifen und trotzdem ist alles drin, was man braucht. Hier ist das entsprechende Kissen, Schraubensicherung und die Ersatzglieder. Wirklich toll, nimmt nicht viel Platz weg, passt super in den Schrank und das Ganze war nochmal verpackt in einem kleinen Samtsäckchen. Richtig gut, gefällt mir, nimmt nicht viel Platz weg. Was ich aber mindestens ebenso gut fand, war, dass es auch ein Werkzeug dazu gibt, und zwar richtig professionelles Werkzeug. 2 Schraubenzieher mit der gleichen Größe in einer guten Qualität, um das geschraubte Stahlband auch adäquat anpassen zu können. Sehr schön gemacht, durchdacht. Hier zeigt sich, dass der Chef von Guinan ein Ingenieur ist, dem Werkzeug und Funktionalität wichtig sind. Ja, ich hoffe, euch hat die Uhr genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich freue mich irrsinnig über das gestrahlte Gehäuse. Ich finde, es steht der Uhr ausgesprochen gut und freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, tschüss, euer Axel.